Was geht ab, ihr Paul Berger? Herzlich willkommen zurück auf dem Stream-Highlights-Reaction-Kanal, Leute. Wir werden heute mal wieder gemeinsam auf ein Video der Dschungelkinder reagieren und heute wird dort wohl eine fette, wie hieß das Video? Wir schauen mal. Also, die bauen wohl ein fettes, geiles Underground-Haus mit einem Pool außenrum. Ich bin sehr, sehr gespannt. Schreibt mir gerne wieder weitere Videovorschläge, auf was wir reagieren sollen, unten in die Kommentare rein. So, ich werde jetzt auch wieder ein bisschen aktiver hier auf dem Reaction-Kanal sein. Die Videos kommen teilweise so krank an, also es ist so nice, wie viele Leute auch einfach meine Reactions zu diesen Sachen hier sehen wollen. Ich glaube, das Ding ist, ich bin ja meistens voll der Kritiker. Ihr kennt mich ja, Leute. Ich bin ja meistens so, alle anderen sagen so, boah, was die bauen und so. Ich bin immer so, Alter, das ist doch safe, fake und so. Aber egal, wir schauen einfach erstmal rein. Die Paulberger sind hier gerade erstmal dabei, so einen Graben auszuheben. Mit ihren kleinen Schaufeln, was sie da haben. Und wir achten mal wieder auf die Tage, wie lange die dafür brauchen. Ich glaube, das ist jetzt hier alles noch am ersten Tag. Es sind halt immer so Cuts, wisst ihr, wie ich meine? So, man weiß halt nicht, ob da zwischenzeitlich mit einem Bagger oder so geholfen wurde. Weiß man nicht, keine Ahnung. Also, ja, aber ich denke mal, die Jungs haben es schon auch irgendwo drauf, was Bauen angeht. Muss man ja auch sagen. Egal, okay. Also ich glaube, in diesem Bereich, also wir haben erstmal generell schon, wisst ihr, wie viel Arbeit das ist? Was das bedeutet, so einen tiefen Graben aus? Also da ist jetzt schon wieder so der Punkt, wo ich mir denke, ey, das kann doch nicht sein, dass zwei Jungs das an einem Tag, das ist ja immer noch der gleiche Tag. Also vermute ich einfach mal. So, weil sonst zeigen die auch immer die Nacht. Das kann doch nicht sein mit so einem kleinen Spaten. Okay, das ist auch weiche Erde, okay. Aber so tief, so viel Zeug, was man da raustragen muss. Also ich weiß nicht, ob ihr persönlich in eurer Kindheit so, ich sag mal so, damals in so Erde und so gebuddelt habt, dies, das. Oder ob ihr so voll so Stadtkinder wart, das nie gemacht habt. Ich komme ja aus so einem kleinen Dorf. Wir hatten immer gegenüber von unserer Häusersiedlung, waren damals viele Kids bei mir so in der Straße. Da war so ein großes, freies Baugrundstück. Ey, wir haben da immer gebaut, immer Lager, Baumhäuser, alles gebaut, Leute. Und deswegen so, also ich kann das schon irgendwo einschätzen. Und das ist nichts, was zwei Kids einfach mal mit so einem kleinen Stock ausheben. Deswegen, ich bin da immer so ein bisschen kritisch. Aber es ist natürlich trotzdem nice an. Man kann es ja auch trotzdem einfach genießen und einfach zuschauen. So, wie gesagt, wir schauen jetzt einfach mal zu. Die haben jetzt zwei so runde Dinger da gemacht. Ich weiß noch gar nicht, für was. Vielleicht sind das später so Hocker oder so, wo man es draufsetzen kann. Ich weiß nicht, weil ich denke mal, das wird dann auch wieder mit Wasser gefüllt werden, dieser Graben. Jetzt kloppen die da hier eiskalt Löcher rein, okay? Also ich weiß jetzt gerade noch nicht so ganz, wofür die Löcher da sind. Ich hätte eigentlich gedacht, dass diese Platte in der Mitte, also dieser, wie nennt man das, diese Anhöhung in der Mitte, dass das der Eingang quasi in das Untergrundhaus wird. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Aber man muss halt auch wirklich auch dazu sagen, dass so dieser übernice Boden, die da in diesem Dschungel, keine Ahnung, wo die, in welchem Land das ist, die haben so richtig diesen Lehmboden. Wisst ihr, wie ich meine? Dass so dieser, wo so locker weggeht, aber auch wenn man den klopft, so hart bleibt, ohne irgendwie so, versucht das mal bei uns zu machen, die Erde würde an der Seite runter, also könnt's gar nicht so ein Loch bei uns buddeln. Das ist schon nice so, das ist geil, geile Erde. Aber okay. Ich glaube, das, ich weiß nicht, wird das der Eingang in das Untergrundhaus werden? Wird das wie so ein Hasenbau werden oder so? Ey, ich kann es gerade wirklich noch nicht sagen, was das Teil in der Mitte sein soll. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es jetzt schon wisst. Nee, das wird der, ich glaube, das wird der Eingang, was der Paulberger da gerade an die Wand haut. Das wird der Eingang. Guck mal, wie gerade du da die Erde weghauen kannst, das wird bei uns gar nicht gehen, Digga. Und der andere klopft von oben rein, ne? Wohl, nee, also so ganz habe ich es noch nicht durchschaut. So ganz habe ich es noch nicht durchschaut, was die beiden da versuchen. Ja gut, die Schnüre haben sie halt nicht selbst. Ist jetzt nicht gerade aus Lianen gemacht. Das haben sie irgendwo aus dem Baumarkt oder so. Also ich vermute mal, das wird das Dach sein. Und ich glaube, das ist jetzt der erste Tag, der jetzt erst zu Ende geht. Also man sieht jetzt erstmal, dass es so ein bisschen dunkel wird. So, hier der brachiale Bizeps ist am Start. Die Oberschenkelmuskulatur natürlich auch. Und jetzt macht er quasi die Dachziegeln. Okay. So schön aus der nassen Erde, aus diesem nassen Matschleben macht er hier die Ziegel. Weil das sieht aus wie, ja, aber wenn das fest wird, dann haben die da ein vernünftiges Dach. Weil ich mich jetzt aber frage, warum die da so ein kleines Dach drauf packen. Das habe ich jetzt, also ich kann es mir gerade noch nicht so ganz vorstellen, wie das am Ende aussehen soll. Ich habe mir auch nämlich dieses Vorschau, dieses Thumbnail-Bild habe ich mir nicht angeschaut, weil ich hier direkt den Link geschickt bekommen habe, dass ich da mal reinschauen soll. Deswegen, ich habe gerade noch wirklich Real Talk keine, boah, das sieht richtig ekelhaft aus. Aber ich glaube, wenn das trocknet, ist das wirklich eine schöne Oberfläche. Ja, es sieht halt schon nice aus, was sie da machen, aber ich kann noch nicht den Sinn dahinter verstehen. Und jetzt geht erst der erste Tag zu Ende. Das ist halt dann wieder so ein Ding, wo man sich fragt, okay, zwei, nicht mal voll Erwachsene, glaube ich zumindest, dass sie nicht voll erwachsen sind. Ja, okay, also diese Ziegelsteine haben die safe von irgendeinem Baumarkt geholt. Also, aber sie bauen es natürlich trotzdem irgendwie so selbst hin, muss man auch sagen. Aber die Ziegelsteine sind nicht self-made.
Aber krass, warum bauen. Also, ich habe ja schon auf ein paar von so Videos reagiert, aber ich habe jetzt noch nicht so ganz verstanden. Das ist jetzt das allererste Mal, dass sie wirklich mit so Ziegelsteinen hier was machen. Und ja, yeah, da ist ein Wurm. Also denkt jetzt nicht, dass ich nicht gönnen würde, ne? Weil ich hier teilweise so kritisch bin. Nur ich hinterfrag das einfach, weil ich sag mal, für uns Europäer, stellt euch mal vor, ihr würdet das mit einem Kumpel an einem Tag machen. Also das ist irgendwie so unreal, wisst ihr, wie ich meine? Aber natürlich, trotzdem, denke ich mal, also trotzdem sind das natürlich stabile Jungs, dass sie sowas überhaupt irgendwie planen und so, ne? Selbst wenn das gefällt, selbst wenn da zwischendrin in den Katzenbagger kommt, der da was macht, dann wären das natürlich immer noch so vom Ding her stabile Jungs, weil ich würde nicht mal auf die Idee kommen, das zu machen. Aha, okay. Das waren die hier so Hilfslinien quasi hin. Das ist clever. Also ich glaube, irgendwas wird da gleich... Ich weiß noch nicht genau was, aber irgendwas wird da gleich reingehauen, glaube ich. Ach, nee, die machen da wie so eine Maueroptik rein. Ey, das aussieht wie, als wäre da so wäre das so gemauert. Hä, ist saukrass. Aber sieht nice aus. Sieht richtig krass aus. Ja, krass. Also safe krass, Leute. Und jetzt malen die das auch noch an. Holy moly. Ach so, nee, die machen die Linien da zwischendrin irgendwie so weiß. Damit das wirklich... Ey, dann sieht das ja wirklich so aus, als wäre das so betoniert mäßig. Krank, Bruder. Also ich bin übelst gespannt, wie lange... Warte mal, wir schauen mal, wie lange das Video noch geht. Okay, wir sind jetzt erst bei der Hälfte angekommen. Ich glaube, jetzt kommt wirklich erst der kranke Scheiß. Ich glaube, das Ding wird mit Wasser und so volllaufen und also quasi, das wird am Ende schon noch krasser werden. Ich will gerade extra nicht vorspulen, damit es spannend bleibt. Wir wollen hier Schritt für Schritt sehen. Weil ich kann immer noch nicht so richtig den Sinn dahinter verstehen. Was sucht ihr? Oh, was haben sie da gefunden? Und warum machen die so Affengeräusche? Okay. Ey, warum finden die immer so riesige Eier in ihren Episoden? Sind irgendwie so Straußeneier oder so. Hört auf, Straußenbabys zu essen. Warte ab, bis die Mutter kommt. Wenn die sieht, dass da ihr Küken fehlt. Aha. Was ist jetzt die Mission? Ach, jetzt machen die so quasi so eine extra Schicht drüber, damit da später das Wasser, glaube ich. Oh lol, da ist noch ein Wurm drin. Damit da das Wasser später nicht durchläuft. Was macht der da mit diesem Ei? Lass das arme Ei in Ruhe. Da ist ein Baby drin. Aber ich habe das nie so ganz verstanden, so, ne? Also lacht mich jetzt nicht aus, wenn ihr es besser wisst, aber ich habe es nie so ganz verstanden. Warum ist in manchen Eiern ein Küken drin? In manchen, also in denen, die wir zu Hause essen, nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt haben die da Matsch drum gemacht und lassen, ich glaube, die lassen es da drin garen. Quasi wie das Ei kochen, so mäßig. Ja, genau. Die machen da so eine extra Schicht, damit das Wasser da auch drin bleibt und nicht wieder abfließt. Wie so eine extra Betonschicht. Ja, es sieht schon... Ach, in der Mitte, das ist ein Herd, Digga. Das ist einfach so ein Herd, was sie in die Mitte gebaut haben. Sau krass. Das ist einfach durchgefallen. Essen ist fertig, ihr Bummis. Boah, das ist heiß, ne? Ach, ja, klar, jetzt ist das so mäßig gekocht innen drin. Jetzt kann man das so rausschlürfen. Lul. Auf jeden Fall hat bestimmt gut Proteine. Der war gerade zu gierig, hat sich verbrannt. Guck mal, der rechte isst die ganze Zeit. Lass dem linken auch noch was da. Okay, zack, zack, weiter geht's. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was das wird jetzt. Okay, da ist wie so eine Art Wasserrad, keine Ahnung. Ich hab's verstanden, Leute. Wir müssen ja jetzt quasi noch so, ist ja ein Underground-Haus, also muss da quasi noch so ein Dach später drüber gebaut werden. Rein theoretisch. Also diese Grillstelle, diesen Herd in der Mitte, finde ich eigentlich ganz, also haben die cool gemacht. Oh, jetzt kommen hier so schon Möbel rein, oder was ist das denn? Okay. Die kloppen das einfach rein, wie so mit Nägeln festgemacht. Aber clever, ja.
Boah, was sind das für Pilze, Digga? Krank. Jetzt kommt hier die Buschleitung. Geht halt aber auch nur bergabwärts, ne? Boah, er macht da halben Spagat, ey, der Junge. Das sieht halt jetzt irgendwie schon wieder gefaked aus. Komm, ja. Wie viel Power das Wasser hat. Ja. Okay. Wahrscheinlich. Das ist halt dann wieder der Moment, Leute, wo man sich so, okay, da muss irgendwo eine Pumpe oder so ein Wasseranschluss oder so sein, weil als ob das, dieses kleine Wasserfluss, was sie da angezapft haben, so mit so viel Druck da rauskommt. Alter. Ja, auch noch auf, ja, wahrscheinlich, oder? Aber es ist natürlich trotzdem nice, weil das da so runterbrettert. Alter! Alter, die haben es da richtig so. Kannst du planschen, schwimmen, da in der Mitte können die grillen. Die haben es da, keine Ahnung, Alter, Therme gebaut oder so. Richtige Hotelanlage. Essen, grillen, planschen. Nicht schlecht, Jungs, nicht schlecht. Da kann man auf jeden Fall chillen. Boah, jetzt habe ich auch gerade wieder Bock auf Sommer. Also irgendwo, man grillt irgendwo, dann springt man ins Wasser. Schön warm. Ah. Ja, und jetzt chillen sie in ihrer Hütte. Ja, nice Video, Leute. Schreibt mir, wie gesagt, gerne mehr in die Kommentare, wenn wir auf noch mehr reagieren sollen. Und in diesem Sinne, bis dann und rein, Leute. Euer Crymix.